Ich begrüße Sie zum Chefs Homeoffice Talk mit Piero Aie aus Fribourg. Das freut uns ganz besonders, weil Piero ist in Fribourg zu Hause. Fribourg ist eine Bilingue-Stadt und das heißt, wir werden das Interview auf Deutsch führen. Aber Piero ist Muttersprache Französisch und wir werden sicher auch ein bisschen französische Fetzen noch drin haben im Interview. Jetzt, Piero, wie war das für dich während der ganzen Zeit jetzt im Covid, beziehungsweise wie ist das Restaurant jetzt angelaufen? Du hast ja 17 Gomio-Punkte und einen Michelin-Stern, also sehr hoch dekoriert. War sicher nicht einfach, jetzt das Ganze wieder hochzufahren. Wie hast du das erlebt? Ja, wir haben also wieder angefangen am 11. Mai, und die Bundesrat hat das geöffnet und so. Im Anfang war es ein bisschen schwer, weil die zwei ersten Tage am Mittag waren nicht so viele Leute. Aber am Abend haben wir sehr gut gearbeitet im Restaurant, von Anfang bis jetzt, oder? Und vielleicht Mittag hat das gefallen, die Business Lunch, weil die Business ist ein bisschen, die Banken sind blockiert und alles. Aber ziemlich, wir haben gut gearbeitet und ich bin zufrieden mit das im Restaurant Gastronomie. In Petit Perol haben wir viel Platz verloren, aber wir haben eine andere Philosophie gemacht. Wir haben zwei Services gemacht, ein Viertel vor 12, die erste Service, und Viertel nach 1, die zweite Service. Und das gibt es etwas ein anderes Atmosphäre, vielleicht weniger Stress. Die Leute kommen zweimal und wie kann man besser vielleicht arbeiten? Wir alle zusammen, 50 Personen zusammen. Sie wollen alles, also alles zusammen gegessen und manchmal ist schwer für die Küche, die kleine Küche oben. Und wir haben auch, und das, diese Philosophie mit zwei Services, ist auch etwas positiv. Und das gibt nicht nur schlechte Sachen wegen das, aber ist positiv. Und wir haben auch ein bisschen Takeaway gemacht oben am Mittag und am Abend für die Gäste. Und das ist schon etwas interessante Sache. Aber für jetzt. Piero, du hast ja zwei Restaurants, schnell zum Erklären für die Zuhörer und Zuseher. Ja. Du hast ja zwei Restaurants. Le Petit Perol, das ist oben, das ist eigentlich eher Bistro. Und dann hast du unten die Sterneküche, wo du das Grand Restaurant hast, in Anführungszeichen. Wie war das dann ja von der Belegung her? Also Sterneküche, das Grand-Teil unten, hattest du das nur am Abend offen oder war das auch am Mittag offen? Nein, also Le Petit Perol ist nur am Mittag geöffnet, von morgen bis am Nachmittag. Am Abend ist geschlossen und die Gastronomie-Restaurant, also Sterne-Restaurant, ich öffne Mittag und Abend. Geöffnet von also Dienstagabend ist geschlossen und von Mittwoch bis Samstagabend wir sind geöffnet Mittag und Abend in Gastronomie und oben ist nur am Mittag geöffnet. Okay. Wir machen kleine Platte, also eine kleine Karte mit Tagesteller, vegetarischer Teller und ein Soup, ein Salat und ein kleines Menü so und zwei, drei Sachen à la carte oben in Le Petit Perol. Jetzt bist du ja, Piero, jetzt bist du ja einer der Stars, kann man sagen, küchenmäßig im Welschland und auch in der Schweiz. Wie war dein Weg? Wo bist du durchgegangen? Was waren deine Lehrmeister, bis du selbstständig geworden bist? Wo hast du gelernt, so zu kochen? Ja, also ich bin das ist eine lange Geschichte, ich bin nicht so jung. Also schau mal jung, aber ich bin schon ein alter Koch. Und ich habe gelernt in Lausanne, also in Riva, Jahrgang 77, anfangen mein Lehrling. Nachher bin ich, nach der Lehrling bin ich in Zürich, in Borolac gegangen. Und nachher habe ich in Saint-Moritz gearbeitet. Ich habe in Saint-Moritz gearbeitet und nachher in Bern, in Schweizerhof, in Souveretta, in Saint-Moritz. Dann bin ich in Frankreich gegangen, in Biarritz. Und das war eine kurze Zeit, also in Sommersaison, aber war nicht so ganz. Und dann bin ich bei Stucki, habe zwei Jahre bei Stucki gearbeitet. Und nachher bei Stucki bin ich in Pont-de-Bran, bei Rabe, Gérard Rabe. Und dann habe ich auch zwei Jahre gearbeitet dort. Und nachher bin ich meine erste Stelle als Küchenchef zum Rathaus in Bern.
Und nach dem Zumrato bin ich wieder in Borolak zurückgegangen. Und da, ich sag mal, ich hatte gewollt zum Meisterküchenchef, da, Metris Federal, der Küchenchef, Meisterprüfung. Und das war kein Zeit und bin ich zurück in Fribourg. Ich war Küchenchef in Banner Buffet in Fribourg. 5 Jahre, da habe ich die Meisterküchenchef am 30 Jahre. Ja, 30 Jahre habe ich das gemacht. Also habe ich das gemacht und nachher habe ich mein erstes Restaurant in Fleur de Lis in 92 Jahre gegangen. Und nachher bin ich 10 Jahre in Fleur de Lis und nach der Fleur de Lis habe ich Le Perol in Perol 18 angenommen, 15 Jahre. Und das Jahrgang also 2017 habe ich meinen Vertrag fertig in Le Perol und da von Anfang 2019 bin ich in Neue Perol, Neue Le Perol Nummer 1. Wie sagt man das? Das ist ein Restaurant, hat Mario Botta das gemacht und wir haben die zwei Konzepte oben und unten geöffnet mit meinem Sohn und einer jungen Mannschaft. Und das ist die Zukunft für mich und so. Und ich habe auch zwei, drei Sachen gemacht in Patisserie und so, gearbeitet in Wühl und so. Und ja, das ist ein bisschen mein Arbeitsplan. Super. Darum, ich habe so, wie sagt man das, viel in Schweizdeutsch also gearbeitet und ich spreche ein bisschen Deutsch, darum. Ja, das ist ein großer Vorteil jetzt für das Interview und wenn man deinen Werdegang anhört, das ist ja das Who is Who von der Schweiz und auch international, also du hast wirklich sehr, sehr viel erlebt. Früher natürlich eben auch mit Größen wie Stucki und so weiter, also das ist ein verrückter Werdegang. Du bist jetzt auch Präsident von den Comptables, das ist eine Vereinigung in der Schweiz, wo verschiedene Restaurants und Hotels mit dabei sind. Auch eher natürlich auf ferner Niveau. Wie wichtig sind solche Vereinigungen für euch Köche? Wie viel profitiert ihr davon? Ja, also die Grand Table von der Schweiz war ist eine Gruppe von 40 Jahren ja schon. Und das war vorher uns, war Freddy Girardet, war Roland Perrault, war André Jäger, war viel alte Anstucki und so. Und für uns, also meine Generation, war etwas sehr Wichtiges, das zum Grand Tab sein, oder? Aber die Leben gewechselt schnell und jetzt sind viele alte Kochs sind nicht mehr da und kommen die Jungs und das ist eine andere Philosophie und so. Aber ich finde das Wichtige auch für mich. Ich kenne viele Restaurants von der Schweiz, Hotel und Restaurant. Ich kenne viele Leute, das ist ein guter Kontakt, das ist auch eine gute Experience für unsere Gäste, weil die Gäste kommt bei uns von Zug bis Fribourg oder in Tessin oder so und das ist etwas sehr gut und ich finde das sehr interessant, aber die Philosophie jetzt von den Jungen und so ist vielleicht mehr schnell als vorher und sie haben nicht mehr die gleiche Sache wie vorher. Wir waren, wie sagt man das, ich habe bei Stucki gearbeitet und für mich, Herr Stucki war ein Mann super und so. Und ich bin sehr zufrieden, als die Grand Table gekommen. Und jetzt, die Sache geht sehr schnell. Ja, ja. Du bist ja in Fribourg zu Hause. Du hast auch schon bei uns am Genussfilmfestival gekocht in Zug. Das war natürlich auch eine große Ehre, dass du bei uns warst. Wie war für dich oder wie ist das für dich, wenn du an solchen Anlässen kochen musst? Ist das, also musst in Anführungszeichen, ist das ein großer Aufwand oder auch sehr, sehr wichtig fürs Marketing? Ja, ich finde das super, weil wir kommen in ein Ort wie Zug, ein super Ort, schöner Ort. Die Leute waren super, wir haben eine gute Experience gemacht und von Kommunikation gibt es immer etwas oder so. Und ich finde, das müssen wir mehr öffnet sein in der Schweiz oder überall also zu machen. Die Problem ist nur die Zeit, oder? Wir haben unsere Restaurant, wir haben nur Sonntag, Montag frei und manchmal müssen wir schnell gemacht. Aber wenn wir haben so eine Sache zu machen, ich finde das super und für Kontakt und so, das hat mir super gefallen, oder? Und das ist auch gekommen mit Stefan Meyer, weil Stefan Meyer war mit mir, war Präsident der Jungrestaurateur, ich war von der Schweiz, ich war auch Präsident und wir haben viel gereist zusammen in Europa und so.
Und dieser Kontakt hat mich froh gemacht. Und das ist auch meine Philosophie. Wir brauchen Zusammenarbeit und zum Kontakt bekommen von Leuten von Zug, von Zürich, von Tessin, von allen. Und das ist, also Genus Film Festival war für mich eine super Experience und ich habe viel Spaß gehabt. Und nicht nur für mich, auch für meine Mannschaft, für meine Kurs, die sind mit mir gekommen und so. Und das ist eine super Experience und die Leute von Zug hat uns super, wie sagt man das, empfangen. Empfangen und das ist auch etwas gut und wenn das klappt, das ist auch etwas sehr gut, oder? Und, wenn wir kommen zurück, wir haben etwas gelernt, wir haben gegeben, aber wir haben auch gelernt. Und manchmal in unserer Küche, wenn wir gehen in einen anderen Ort so, das bekommt im Restaurant auch eine kleine Sache, einen Kontakt oder so. Das ist super, ja. Sehr schön, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, war sehr, sehr spannend. Natürlich auch vielen Dank für die Blumen für das Genussfilmfestival. Es war auch von unserer Seite her eine große Ehre, dass du da warst. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten auch sehr schöne Gespräche am runden Tisch nachher und noch eine schöne Verlängerung an diesem Abend. Und das ist selten, dass jemand dass man so viel Wärme spürt wie bei dir. Und ich wünsche allen die Möglichkeit, l'expérience, also die Erfahrung zu machen, bei dir im Restaurant zu essen. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und vor allem auch deinem Sohn, deiner Familie und der ganzen Equipe in Fribourg. Danke für die Zeit zusammen sein. Und ich habe immer Spaß mit die Röstig haben weitergehen und so. Und ich finde, das ist die Schweiz. Ich kann man nicht gewechselt, die Schweiz. Die Schweiz ist Viersprache, aber wir sind die gleiche und so. Und das ist unser Stark von der Schweiz. Also, in Gastronomie. Alles oder im Filmfestival. Danke für die Interview. Merci. Danke vielmals. Ciao, Piero. Alles Gute. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.